Hallo Elektrofreunde, es lässt sich einfach einmal nicht verhindern, dass man eine Trockenbauwand stellen muss, wie ich hier. Jetzt habe ich einfach beplankt und habe meine Dosen eigentlich schon fertig gesetzt. Da es jetzt so ist, dass bei mir dahinter ein Ofen steht, muss ich eben schauen, ob es warm wird oder nicht. Es wird jetzt nicht so dermaßen warm, aber ich möchte doch zweifach beplanken. Jetzt habe ich natürlich hier schon meine Kabel dahinter und habe auch schon Dosen drin gehabt. Hohlwanddosen sehen so aus, haben einen Durchmesser von 68 cm. Da gibt es dann auch solche Dosenbohrer dazu, den ich gerade nicht, doch habe ich sogar parat. Die sehen so aus, das sind Hohlwanddosenbohrer. Das ist normal nicht der Fall, dass dieses so aussieht. Ich habe meine Schraube bei diesem Apparat schon verloren. Normal sind die Schrauben bündig mit dieser Muffe hier. Wenn ihr solche Konstruktionen selber bastelt, passt auf, wenn ihr einen schnellen Akkuschrauber oder Dreher habt, dann kann leicht sowas passieren, dass ihr diese Schraube ans Armgelenk oder an die Hand bekommt und euch Wunden zufügt. Das ist jetzt auch nur eine Behelfslösung, dass man das einstellen kann mit der Tiefe. Jetzt muss ich euch kurz mitnehmen auf die zweifach beplankte Wand und dann zeige ich euch das. So sieht dann die aufgezeichnete neue Variante aus und hier werde ich jetzt versuchen, einen geraden Schnitt runterzusetzen, dass dann meine zweifach beplankte Wand wieder drauf gemacht werden kann. Passt auf eure Kabel auf, dass den Kabel nichts passiert. Dass ihr eure Kabel nicht selber wieder zerstört. Anschließend sieht euer Bereich, den ihr verbessert habt, so aus. Groß ausgeschnitten, dann haben wir keine Platzprobleme, wenn wir dann die Dosen in der zweiten Platte einbauen wollen. Wie wir die Hohlwanddosen in die zweite Platte einbauen und einfräsen, das zeige ich euch jetzt in der Nahaufnahme. Jetzt nehmt ihr eure Maschine mit eurem Gewinde, setzt euer Gewinde hier ein. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen größer auffahren, mein Gewinde. Um es reinzubekommen und dreht es am besten von Hand an. Nicht durch den Maschinenkopf andrehen oder durch diese Schnelltasterfunktion, weil da reißt man sich, so wie es mir passiert ist, schnell mal die Hand auf. Dann in die richtige Position und dann kann es losgehen. Hier meine angezeichneten Dosen. Der Mindestabstand von Dose zu Dose ist 7,1 cm. Ich habe jetzt hier keine Bohrkrone mit so einem versenkten Rand, wo man dann den Plastikrand von der Dose noch ein bisschen versenken kann, weil es kommt ja sowieso ein Rahmen später drauf. Da benötige ich das nicht. Achtet beim Bohren darauf, wenn ihr einen Teppich oder Parkett oder ähnliche Untergründe habt, dass ihr eine Unterlage benutzt oder Folie oder irgendwas darunter, weil Trockenbau macht einfach mal ein bisschen Dreck und auch ein bisschen Staub, dass wichtige Sachen, die ihr benötigt, abgedeckt sind. Dann werden wir anfangen, die ersten Dosen oder die erste Dose zu bohren. Ich glaube, ich muss euch noch ein bisschen auf die Seite stellen, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Das wäre das erste Loch gewesen. Manchmal
kann man das dann so rausholen. Wenn nicht, könnt ihr hier an diesen Kammern mit einem Schraubendreher versuchen, den Einsatz rauszuholen. Manchmal klappt es auch durch Drehen und dann habt ihr den einzelnen Einsatz, den ihr dann entsorgen könnt. Auf geht's zu der zweiten Bohrung. Setzt genau an, dass ihr genau mit eurer Bohrung übereinstimmt. Setzt genau auf die 7,1 an. Das ist jetzt von selber rausgefallen. Manchmal habt ihr dann hier so einen kleinen Überstand. Kann drin bleiben, muss aber nicht. Besser wäre es, wenn er drin ist. Und dann könnt ihr noch ein bisschen nacharbeiten. Das werde ich jetzt auch noch tun. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Einsetzen unserer Hohlwanddosen. Kommen wir jetzt zum Einbauen unserer Hohlwanddosen. Es gibt unterschiedliche Hohlwanddosen. Das ist jetzt eine nicht windgeschützte Hohlwanddose. Es gibt dann auch Hohlwanddosen, die haben hier hinten so kleine Gumminoppen und sind dann windgeschützt. Die könnt ihr überall da einsetzen, wo es nicht durchziehen sollte oder darf. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein nicht gedämmtes Dach habt, dort könnt ihr solche einsetzen. Diese ist jetzt nicht winddicht. Das könnt ihr hier hinten sehen. Und es gibt auch unterschiedliche Größen. Das sind jetzt hier 6 cm. Es gibt aber auch kleinere, wenn ihr nicht so viel Platz für eure Kabel braucht, eine 3 cm Dose. Da ist dann weniger Platz drin. Wie funktioniert jetzt so eine Dose? So eine Dose hat hier hinten 2 Krallen. Die werden mit einem Schraubendreher hier und hier gedreht. Dann kommen die Schrauben hier aus ihrer Versenkung, ich zeige euch das gleich mal, schraubt dann hier hinten, hier vorne an, dann kommt die Klammer euch entgegen und ihr dreht so lange vorne an der Schraube, ihr könnt es jetzt ganz gut sehen, die Schraube wird so lang angezogen, bis euer Material kommt. Wenn jetzt eure Wand hier so dick ist, dann wird das jetzt angezogen. Und wenn dann eben eure Trockenbauwand jetzt hier beginnt, dann greift sich die Dose von selber an. Das macht ihr auf der anderen Seite genauso. Und dann sitzt die Dose, zieht zuvor eure Kabel noch ein. Wenn wir jetzt hier unsere Kabel haben, müssen wir erst unsere Kabel einziehen, einbringen in die Dose, dann unsere Dose einsetzen. So. Richtet sie mit einer Wasserwaage aus. Ich mache das jetzt einfach mal schnell kurz von Hand. So ungefähr. Nehmt eine Wasserwaage, richtet euch die Mitte aus, damit eure Dose wieder richtig sitzt. Da ich es jetzt schon des Öfteren gelesen habe, dass Krallen in solchen Dosen verboten sind, habe ich meine Schalter oder meine Steckdose, die Krallen hier links und rechts weggemacht und werden nur mit diesen Schrauben dann fixiert und angeschraubt. Ob dieser Mythos jetzt stimmt oder nicht, ich mache es auf jeden Fall jetzt so, dass ich die Krallen weggemacht habe. Es könnte ja doch sein, dass unser Kabel hier drin irgendwie beschädigt wird und es will ja keiner sich der Lebensgefahr aussetzen. Dann nehmt ihr diese zwei Schrauben, dreht die an, dann ist eure Dose fest. Das mache ich jetzt. Und wir sehen uns dann beim Anschließen von unserem Schalter und uns von unserer Steckdose wieder. So sieht es aus, wenn man mit Trockenbau arbeitet. Daher rate ich euch, euren Boden gut abzudecken, irgendwie mit Folie oder einer Plane. Weil keiner hat ja gerne irgendwelche Kratzer oder Spuren oder Risse irgendwie im Fußboden oder es sieht eben dementsprechend aus. Jetzt sind wir soweit fertig, dass wir diese Wand angestrichen haben und soweit installieren können. Das zeige ich euch aber wieder in der Nahaufnahme. Wie ihr jetzt hier schon sehen könnt, habe ich blaue Durchklemme. Das ist die Brücke von der Steckdose zum Schalter.
Dann haben wir eine Brücke von der Steckdose zum Lichtschalter. Das ist jetzt einmal hier der schwarze Draht. Ihr könnt euch das auch ganz einfach merken, dass ihr blau auf die Seite, wenn ihr Steckdosen montiert, auf die Seite macht, wo euer Herzen ist. Also blau auf diese Seite hier. Und schwarz auf die von vorne gesehen rechte Seite. Dann müsst ihr eure Schrauben herausdrehen. Und eure Steckdose einbringen. Setzt eure Schalter und eure Dosen gut ins Wasser. Dann haben wir hier noch unseren Schalter. Ich habe mir jetzt hier markiert, wo es hingehen soll. Dann ist es einfacher, das zu installieren. Dann habt ihr auch schon mal eine Richtung, wo Strom kommt und wo Strom hin soll. Und dann habt ihr hier euren Schalter, hier den Draht rein, der zur Lampe oder zu einer weiterführenden Steckdose gehen soll. Und hier unten der kommende Strom, dass ihr so eine Wechselschaltung habt. Dann wieder das gleiche mit euren Schrauben. Nehmt dazu eine Wasserwaage und dreht eure Schalter an. Wenn wir damit fertig sind, wird es Zeit, unseren Rahmen zu montieren. Für den Schalter gibt es meistens so einen Rahmen dazu. Dann haben wir hier die Steckdose. Bei der Steckdose müssen wir dann auch noch die Schraube reindrehen. Das war die Installation in der Trockenbauwand. Jetzt müssen wir nur noch den Strom dafür auf die Dose bekommen. Hier haben wir die Phase, der Nullleiter. Schon haben wir Strom auf unserer Dose. Nur noch das Ganze reindrücken,
in die Dose. Dose verschließen. Und das war's. Es ist noch an der Zeit zu messen, ob unser Schalter auch funktioniert. Und dann schalten wir mal. Ja, funktioniert. 1, 3. Wir kommen auf 200 Watt. Also das passt auf jeden Fall. Jetzt schalten wir nochmal gut an, aus, funktioniert. Es kommt Saft an. Jetzt sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und euch etwas gebracht hat, euch weiterbringt, lasst bitte eure Bewertung da. Positiv, negativ, dass ich weiß, wie ich dran stehe. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Ich bin dann mal weg. Euer Elektromike.